Herzlich willkommen, geht's los? Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge City Skylines Turnable. Ja, und zwar weiß ich gar nicht, was wollten wir jetzt noch machen hier? Verkehr. Gut, hier haben wir schon mal einen Kreisverkehr. Das hier ist anhaltende Frustration irgendwie. Sollen wir diese Straße verbreitern und hier noch einen Kreisverkehr hinmachen? Ich meine, der ist dann mitten im Wohngebiet, dann leiten wir wieder die ganzen Lastwagen durchs Wohngebiet. Oder sollen wir einfach hier einen Kreisverkehr machen? Vielleicht ist das eine gute Idee. Oder wir machen das hier einfach alles zu Einbahnstraßen. Müssen wir mal gucken. Hier unten können wir, glaube ich, nicht allzu viel machen. Das hier ist ziemlich gut. Was brauchen wir? Wohngebiet und noch ein bisschen Gewerbegebiet. Wir könnten hier noch irgendwie so Wohngebiet am See hinbauen oder sowas. Da können wir auch gleich hier oben, können wir dann, nimmt das auf, ja. Hier oben können wir dann gleich so einen kleinen Park noch hinmachen. Wir haben eigentlich nie genug Parks. So, hier. Und zwar machen wir hier mal einen ganz normalen Stadtpark, den Immergrünen Park. Das ist doch wunderherzlichst. So, genau. Dann geht das hier ab. Führt am Park entlang. Hier runter. Hier. Zack. Und dann gleich hier an die Kreuzung, wo wir auch wieder einen Kreisverkehr draus machen könnten, was wir am besten auch tun dann gleich. So, weil Kreisverkehr ist immer besser. So. 7, 7, 7, 7, okay. Die Seite kürzer als die andere, werden wir sehen. 7, nee, scheint okay zu sein. So. Einzige Problem ist bloß, Kreisverkehr ist falsch rum. Nee, war doch richtig rum. Rechts rum, ne? Ist doch richtig hier. Gut, zack, zack, zack. Und dann bauen wir hier mal so eine dreispurige, soll reichen. Zack, 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 zack. Dann haben wir hier die Fahrradweg. Straßen und zwar hier. Zack. Und der. So. Und die Breiten. Gut, dann haben wir hier also den Immergrünen Park. Fangen wir mal hiermit an, dann gleich. So, da brauchen wir ein Haupttor. Haben wir hier andere? Ne, wir haben hier keine alternativen Haupttore. Wir könnten hier ein Zoo hinbauen, aber ich sehe das nicht mit den ganzen Landschaftsmerkmalen hier. Zoo passt hier nicht so gut. So, und ein Nebentor. Machen wir hier oben eins vielleicht, wenn das geht, wenn wir dürfen. Alles schon belegt. Dann machen wir hier eins. Zack. Und dann brauchen wir Straßen. Bauen wir hier erstmal die Anglerstege hin. Zack. 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 Zack, zack. Und dann machen wir den Weg hier hin.
So schön mit Bäumen. Scheibenhonig. Warum? Oh. So, geht doch. Zack. Okay, hier. Weißt du was? Wir nehmen den Tanker einfach da weg und packen den hier oben drauf. So, dann haben wir hier ein schönes Konversationsstück, wo sich die Leute drüber unterhalten können. So, okay. Gut, dann wollen wir hier mal anfangen. Parkcafé. Hierhin. Parktoiletten. Hierhin. Nicht so weit weg vom Café. Den Infostand hier gleich am Anfang an der Kreuzung. Schachbrett können wir hier hinpacken. Zack. Die beiden haben wir schon. Jetzt Pavillonse. Pavillon. Pavillon. Und den Klettergarten. Hierhin. So. Das Ganze brauchen wir nicht einzäunen, weil hier wohnen nur coole Leute. So. Könnten wir hier einen Fahrradweg machen, der hier rüber geht. Dann bräuchten die, wenn die zur Uni wollen, bräuchten die dann nicht darüber. Oder wir machen Fahrradtunnel. Das ist auch eine Möglichkeit. Vielleicht machen wir lieber einen Fahrradtunnel. Okay. Na gut. So, also hier haben wir da angeschlossen und dann könnten wir eigentlich hier auch anschließen, wo wir gerade dabei sind. Indem wir auch hier an den Tunnel ranbauen. Zack. So, jetzt haben wir die drei Gebiete verbunden und wir brauchen noch nicht mal Autos dazu. Ist die Frage, wo führt der U-Bahnhof längs? Können wir hier einen von den neuen U-Bahnhöfen hinbauen? Wir haben hier noch keinen U-Bahnhof. Erhöhter großer U-Bahnhof mit zwei Ebenen. Wo bauen wir den hin? Gebäude muss neben der Straße gebaut werden. Hier könnten wir einen hinbauen. Wollen wir nicht lieber so einbauen? Bereits belegt, zu steil, belegt, zu steil. Belegt hier, dass es in den Park reinreicht. Gefällt mir nicht. Ich meine, das könnte man hier so reinbauen. Was vielleicht besser, wenn wir den hier auf die andere Seite packen und hier mehr oder weniger reines Wohngebiet hinsetzen, würde ich finden. So. Das mit dem. So.
Das ist alles ein bisschen ein Durcheinander mit den Straßen hier, aber das ist dann halt so. So. Okay. So, ist die Frage, wie machen wir jetzt hier Anschluss an Schulsystem? Machen wir hier dichtes oder weniger dichtes Wohngebiet rein? Brauchen wir hier Läden direkt? Also wir könnten vielleicht ein, zwei bauen. Hier vielleicht diese Straße, die ist relativ zentral. Oder hier bei den Fahrradweg machen wir das. Bauen wir hier die Läden rein. Zack, zack, zack. Und vielleicht ein paar kleinere Läden auch. Zack, das muss reichen. Dann könnten wir hier vielleicht irgendwie die Schulen hinbauen. Mal gucken, passt das hier rein? Passt hier rein, ja, sieht ganz gut aus. Reicht nicht. Das hier, das würde reichen. Okay. Dann bauen wir hier halt die beiden wieder rein. Können wir hier auch vielleicht... was ist mit dem Krankenhaus hier? Das sieht nicht gut aus. Hier könnten wir noch ein Krankenhaus hinsetzen. Also nicht schlecht. Versuchen wir mal das hier mit so Gesundheit noch voll zu tun. Sauna hier. Krematorium. Öffentlicher Swimmingpool bauen wir hier. Oh, warum geht das nicht? Warum passt das da nicht hin? Bauen wir den halt hier hin. Was ist das? Yoga-Garten können wir hier hinbauen. So. Bobbidi-Bu. Eine Kirche brauchen wir noch oder ein paar Parks oder sowas. Oh. Der ist gar nicht angeschlossen an das... An das Fußwegsystem des Parks. Zack, so, jetzt. Park. So, was nehmen wir da? So einen können wir nehmen. Dann hier den Bonn-Löffel-Ding. Zack, und Franz Schubert-Statue. Und noch ein kleiner Statuenpark. Okay, also das hier können wir nach einem, sieht nach einem großen Wohngebiet aus. Was müssen die immer rumschreien hier? So, hier vielleicht auch ein großes. Was wir hier noch nicht haben, ist Strom. Da müssen wir gleich noch dran denken. Hm.
Zack, 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 zack. Okay. Und hier machen wir dann direkt an der Straße lieber nicht. Also nicht an der Hauptstraße, sondern da wird er die Steine abreißen. Das wollen wir nicht. Die sehen zu schick aus. Wie nennen wir dieses Wohngebiet? Ne, nicht direkt an der Straße, da will keiner wohnen. So, hier Krankenhaus. Direkt am Krankenhaus will eigentlich auch keiner wohnen, oder? Glaube ich nicht. So. Gut, dann wollen wir mal schauen. Ach so, Strom. Strom, Strom, Strom. So. Hier können wir das mit dem verbinden. Das ist schon mal nicht schlecht. Und die können wir hier mit verbinden. Ist auch nicht schlecht. So, sehr gut. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Die ziehen alle ein. Und hoffentlich sinkt dann die Nachfrage nach Wohngebieten. Mal gucken, ob der Fahrradweg frequentiert wird hier. Bis jetzt noch nicht. Und was wir hier noch mal machen können, ist ein paar Büsche um den Fahrradweg pflanzen. Warte mal. Brush Options. Und zwar machen wir hier gleich das Ganze so alleeartig. So. Na, siehst du, schon kommen die ersten Fahrradfahrer. Das war doch so geplant. Sehr gut. Oh, da habe ich noch keine Christian-Peter-Hansen-Allee. Okay, wie auch immer das ist. So, machen wir da mal Kreisverkehr regeln. Die Ecke gefällt mir gar nicht. Eigentlich müsste das hier gerade durchgehen. Fahren die hier im Kreis längs oder was? Oh, hier, das Tor hat noch keinen Strom. Das ist natürlich ganz furchtbar ungünstig. Bauen wir hier einfach mal ein Solarpanel hin für das Tor. Fertig, soll reichen. Oh, das ist mitten in ein Grundstück gebaut. Mitten in ein Grundstück habe ich das reingebaut. Zack, so. Okay, jetzt haben wir Wohngebiete genug hier. Das ist noch überhaupt gar nicht groß belebt, das Wohngebiet, und jetzt fehlt uns wieder Gewerbegebiete. Oh je. So, die Landungsbrücken verkommen im Müll. Ist nicht gut. Aber wo können wir hier jetzt noch Müllhalde hinbauen? Können wir noch ein Gebiet kaufen? Nee, können wir nicht. Okay. Und das mal ein bisschen
So, ein bisschen dezenter hier. Vielleicht können wir hier dann noch Müll hinbauen. Direkt so hinter den Hotels. Das passt eigentlich ganz gut. So, ist die Frage, was für eins? Müllumschlagsanlage oder hier gleich so ein Atomizer. Oder einfach zwei Recycling-Center noch. So, da wir hier ja ein bisschen umweltfreundlich vorgehen wollen, ist das, glaube ich, die richtige Methode. So, mittlerweile hat auch irgendjemand anders den Müll schon abgeholt von den Landungsbrücken. Das ist gut. Das heißt, irgendwie funktioniert es doch. Mal gucken, wie unsere Müllkapazität ist. Der Verarbeitungsstartung ist sehr gut. Wir haben keine Deponien, aber das ist Absicht, weil wer will schon Müll in der Straße rumliegen haben, also in der Stadt, meine ich. So, das ist das. So, wo können wir jetzt noch ein Gewerbegebiet hinbauen? Wo können wir ein Gewerbegebiet hinbauen? Gewerbegebiet baut man hin, wo man viel Verkehr hat. Hier zum Beispiel, hier könnte man ein Gewerbegebiet hinbauen. So, hier ist eh viel Verkehr. Dann bauen wir hier einfach noch ein bisschen Ladenzeile hin. Können wir gucken, ob wir hier nicht vielleicht... Stadion hinbauen? Oh wow, das hat ziemlich großen Lärmpegel hier. Stadion bauen wir lieber irgendwie hier hin oder so. Das ist besser. Oder gleich hier. Ah ne, da ist... Nee, Stadion geht nicht. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier nicht vielleicht ein paar Krankenhausplatz. Warum das nicht? So, Krankenhausplatz. Zack, bauen wir hier hin. Und Statue des Wohlstands passt doch an Gewerbegebiet. Den bauen wir hier hin. So, und der Rest. Fußgängerzone ist doch gut. Gravel Road, Tiny Road, Boardwalk. Okay. Machen wir das. Machen wir den Boardwalk. So. Ach so, musst du an die Straße. Oh Gott, das sieht echt furchtbar aus. Warte mal, das machen wir weg. Das machen wir wieder weg, weil das furchtbar aussieht. Fürchterlich. Okay. So. Wieder alle. Gerade. So. Machen wir. Zack. So, hier können wir dann jetzt das reinbauen. Wollen wir hier irgendeine Spezialisierung haben? Ich glaube nicht. Wir machen das einfach ganz normal. So. Ja, das sieht doch gut aus. Sie frage, ob ich hier jetzt vielleicht noch ein Dings hin tue. Warum? Ich brauche irgendwas, was noch Plastik herstellt. Was herstellt Plastik her hier? Ölindustrie. Der stellt Plastik her. Ach so, gibt es kein Öl mehr hier, oder was? Doch, gibt noch Öl. Aber nicht genug scheinbar.
Das heißt, ich muss hier noch ein paar Ölfördergebiete hinbauen. Ölfördergebäude. Petrochemie, Ölschrammpyrolyse, kleiner Bohrturm. Bauen wir hier noch ein paar von hin. Dann reicht das hoffentlich. So. Okay, also der Nachfrage sind wir nachgekommen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ja, müssen wir hier noch mal. Hier müssen wir auch noch einen Distrikt hinsetzen. Stadtviertel markieren. Dann mal gucken, wie er das nennt und ob wir das lassen wollen. So. Zap, 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 zip, zap, zip, zap, zip. Reußenköge. Sind das Köge? Ich weiß nicht. Aber haben wir noch nicht, also lassen wir es mal. Ja, wir haben mittlerweile 36.000 Einwohner. Das ist, große Ölpumpe, Spielzeugfabrik, Öl, Industriespeicher. Sehr schön. Wir haben mittlerweile 36.000 Einwohner. Das kommt in etwa hin. Mit Husum irgendwie. Ich glaube, wir brauchen noch irgendwie so 20.000, 30.000 mehr, damit wir tatsächlich so viele Einwohner haben wie Nordfriesland. Das Ganze hier ist sehr dicht besiedelt. Das ist für Nordfriesland eher ungewöhnlich. Aber Teile hier sehen sehr hiesig aus. Wie gesagt, Tönnebüll gefällt mir eigentlich nicht so. Die Straßen sind zu gitterig hier. Genauso in Goldebeck hätte ich anders bauen sollen. Ich hätte mich mehr so an dieses organische Prinzip hier halten sollen. Mit den Ringen und Straßen, die. Aber das funktioniert halt besser für die nicht so dicht besiedelten Wohngebiete. Ja, die ganze Fährgeschichte gefällt mir. Wir können ja nochmal nach dem öffentlichen Nahverkehr gucken hier. Busse, 515 pro Woche, aber die meisten Leute fahren U-Bahn. Das heißt, U-Bahn, gäbe es in Nordfriesland U-Bahn, die würde ankommen wie geschnitten Brot. Wir haben 25 Zugpassagiere pro Woche. Nee, haben wir gar nicht. Wir haben 303 Touristen und 25 Leute, die hier nur von A nach B wollen mit dem Zug. Also das ist nicht so beliebt. 74 Leute, die Fähre fahren und 221 Touristen, die Fähre fahren. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich frage mich, warum die hier nicht mit drin sind, aber auch egal. Und 3 Leute, die Taxi fahren pro Woche. Also das sind nicht so viele. Ja, also was ist das hier? Das ist Straßenbahn und Oberleitungsbuslinien. Haben wir nicht. Aber ich glaube, unser öffentlicher Nahverkehr funktioniert soweit ganz gut. Dann haben wir mittlerweile ist der Verkehrsfluss wieder auf 64% hoch. Das ist nicht super, aber wenn man sich hier anguckt, wir haben hier so ein paar Ecken, so ein paar Problemecken, wie zum Beispiel hier dieser Kreisel von der Autobahn, aber was sollen wir da machen? Eieiei, guckt euch das an. Haben wir hier Autobahn, haben wir hier Kreisellinien eingestellt? Nee, haben wir nicht, dann ist vielleicht kein Wunder. So, guck mal, kaum stellt man die ein, schon bewegt sich hier was. Weil jetzt hat der Kreisel Vorfahrt und dann kommen hier die ganzen Leute. Das heißt, der Stau ist jetzt hier auf dem Zubringer. Können wir da was gegen machen? Wir könnten hier noch eine Straße abgehen, die direkt hier reinführt. Aber ich weiß nicht, das ist keine gute Idee, glaube ich. Warten wir lieber, bis sich das hier organisch löst. Aber das ist, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Also die kommen jetzt langsam in Bewegung hier.
Obwohl das hier immer noch ein ziemlich langer Stau ist. Was ist hier unten? Habe ich die? Ich auch noch nicht. Okay. Da ist vielleicht kein Wunder, dass das alles nicht funktioniert, wenn ich den Kreisverkehren keine Vorfahrtsregeln gegeben habe. Naja, also, aber ich bin soweit ganz zufrieden. Die Stadt ist jetzt schon Hauptstadtstatus und der Verkehr fließt immer noch so ziemlich. Ich meine, wir haben, wie gesagt, ein paar Problemeckchen, aber das ist nur zu erwarten. Gucken wir mal hier nochmal die Ausbaustufen. Das sieht alles gar nicht schlecht aus. Die sehen alle relativ, je dunkler, desto besser ist das, ne? Ja. Das ist alles schon. Wir haben so gut wie keine niedrig gelevelten Bürogebäude mehr hier. Bisschen Industrie. Industrie ist ausgewogen. Wir haben relativ wenig Wohngebiete, die. Oh, was ist hier unten los? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Okay, ich habe hier doch Schulen hingesetzt. Müssen die und. Ha. Brauchen mehr Platz für Studenten oder was? Ich weiß nicht. Wie sieht die Bildung aus? Gucken wir mal hier nach. Wir haben genug Grundschulen und zwar, boah, haben wir genug Grundschulen. Wir haben 13.000 Plätze und nur 2.000 gehen zur Grundschule. Genauso mit der Oberschule, wir haben 13.000 Plätze und nur 5.000 gehen zur Oberschule. Universitätsplätze werden langsam knapp, das ist gut zu wissen. Das heißt, wir müssen das nächste Mal ein bisschen an der Universität herumschrauben und wir müssen auch ein bisschen an den Bibliotheken herumschrauben, weil der Nutzen Kapazität 500, obwohl, nee. Das bedeutet eigentlich, dass wir jede Menge noch Kapazität haben. Okay, also Bibliotheken brauchen wir nicht. Obwohl hier ist alles rot, da ist alles rot. Also vielleicht sollten wir ein paar Bibliotheksgebäude, vielleicht sollten wir die strategisch, weil hier ist eins. Den können wir hier hinsetzen. Machen wir das mal eben jetzt noch. Bam, 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 zack. So, dann. Siehst du, das sieht doch schon besser aus, Bibliothek. Ist hier eine Bibliothek? Die ist auch irgendwie doppelt, weil die Straße runter ist schon eine. Die bauen wir mal hier hin. Da fehlt nämlich auch eine. So, und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt hat, Bibliothek. Naja, wir haben dafür gesorgt, dass es 10 Nutzer mehr gibt jetzt. Oder so. Und das war auch schon gut. Mal gucken, wie sich das weiter einpendelt. Ja, hier unten könnte vielleicht auch noch einen hin. Aber schauen wir mal. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Also noch läuft das Spiel stabil. Ich weiß nicht, ob ich auf irgendeinen der Speicherstände noch zugreifen kann. Aber das sage ich jetzt nur dazu. Weil wenn das jetzt die letzte Folge ist, dann ist es halt so. Aber ich versuche gleich noch eine aufzunehmen. Upsala, letztes Jahr. 2 Toga-Partys, sehr gut. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Like das Video und so weiter. Und schreibt einen Kommentar, wenn ihr mögt. Und dann bis denn.